Ich kann nicht anders. Diese Schüsse scheinen irgendwie zielsuchend zu sein auch, glaube ich. Die fliegen auf jeden Fall um die Kurve. Nicht auf sie schießen, Mensch. Lass sie doch. Ja, komm du mir mal nicht zu nahe hier. Geh mir nicht auf den Keks. Wenn du hier jetzt runterläufst, bist du aber selber schuld. Ach, dann kann ich da auch nichts für. Wenn du da runterläufst, hast du selber schuld. Ah. Ja, mal kurz ein Medipack nehmen. Nein, mach hin. Geh. Geh wie Jus. Klar, kann man sich auch merken. Zeug, Typhon-Arane und ein Ganglion. Nett. Gutes Ganglion, braves Ganglion. Was? Du bist mal ganz ruhig hier. Man hat mir geschrieben, ja, ich stell doch endlich mal Neuromods her. Eigentlich finde ich die Geschütze ganz praktisch. Irgendwie so. Mal gucken, ob die mich jetzt Gewächshaussteuerung, Endregeln, Sprinkler aktivieren. Der bringt noch nicht so viel, ne? Seid ihr jetzt normal oder seid ihr alle tot? Nee, er ist bewusstlos. Okay, bewusstlos ist ja in Ordnung, finde ich. Mit bewusstlos kann man auch mal leben. Okay, ein Düngersack. Dann haben wir hier noch eine Vorratskiste. Auch bewusstlos. Er kann hier nichts für. Hey, Schinkentomaten. Cool. Ich kann hier richtig was zu essen abstauben, was? Hier werden die so angebaut. Bananenbaum. Cool, ja, sollten wir auch unbedingt mitnehmen. Und wenn es denn für organische Teile ist. Falls wir es nicht essen wollen. Wäre aber, glaube ich, ganz clever. Ja, oder als Ersatz-Medipack, ne? Wenn mal wirklich Ruhe ist. Kann das auch machen. Mal gucken, vielleicht lohnt sich das ja sogar, das, die Teile umzuwandeln. Wen kriegen wir denn raus? Ein Operator-Dispenser. Achso. Ach wie? Passwort. Haben wir nicht. Was? Chipsets, Rohrzangen, Crit, ein Druckregulator nehmen. Was mache ich denn mit dem? Den muss ich doch hier irgendwo einbauen. Ein Waffen-Upgrade. Den muss ich doch bestimmt hier einsetzen, den Druckregulator irgendwo, ne? Und dann den Sprinkler aktivieren. Was haben wir hier? Psychoskop-Chipsitze. Fürs Psychoskop erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer, wenn du mit der Rohrzange angreifst. Fürs Psychoskop? Meint ihr das ernst? Da muss ich aber das Psychoskop auch aktiv haben, oder nicht? So, reguliert die Wasserversorgung. Für das Rohrleitungssystem der Talos 1 ausgelegt. Kann man das auf den Hotkey legen? 6? Nee.
Okay, das ist doch aber hier für irgendetwas zu benutzen. Erzähl mir das doch nicht. Irgendwo muss das doch reingedrückt werden. Wenn nicht hier, dann vielleicht da vorne im Start. Na, Gebiet nicht, aber ihr wisst bestimmt, wo ich meine. Ja gut, dann wären wir hier durch, ne? Ja. So. Hier kommen wir nur rein, wenn wir Hacking haben. Sonst geht's nicht. Knopf verwenden. Sprinklersystem. Nee. Geh durchsuchen. Nee. Das ist es irgendwie auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Eben nochmal kurz Material umwandeln. Weil ich da so viel Krams habe jetzt und Waffen und es nimmt auch echt viel Platz weg. So, F. So, die Knarre ist überflüssig, die ist überflüssig. Ja. Guck mal, das darf ich nicht wegschmeißen. Das muss ich ja für irgendwas brauchen. Guck mal, das wären zwei Sunburst-Bananen. Das sind 2,2. Und das sind zwei exotisches Material. Das ist eine ganze Menge, ne? Nicht exotisches Material. Organisches Material. Wenig ist das nicht. So, wie viel haben wir denn davon überhaupt hier? 25. Neuromod braucht einer. Ja, Neuromod braucht was. Das brauchen wir nicht. Flexiform-Bolz, eine Schrotplatron braucht keine. Wie können wir denn hier jetzt EMP-Ladung? Disruptor-Batterien. Ach ja, die haben wir ja auch noch. Anzugreparatur-Kit, die EMP-Ladung. Ja, Psi-Hypo. Guck mal, Psi-Hypo braucht auch was. Auch organisches Material. Dann sollte ich da vielleicht die lieber mal umwandeln, oder? Die 22 Bananen. Die behalten wir hier mal, Schinkentomaten. So, machen wir das. So, ich soll mir Neuromods herstellen, sagt ihr, ja? Das ist aber echt teuer. Dann werden mich die Geschütze aber auch nicht mehr lieb haben da draußen. Ja, noch geht's ja. So, man kann sich glaube ich sowieso nur 7 herstellen, ne? Unendliche Lizenzen. Ach nee, Neuromods kann man sich unendlich herstellen. Moment, ich dachte, die hätten Lizenzen gehabt. Wie ist denn das mit Psi-Hypos? Unendliche Lizenzen? Es gab doch aber Sachen, die waren begrenzt. Mir war das so. So, was mit Schrotflinte 36, schallgedämpfte Glue-Cannon? Weil das Glue so unendlich praktisch ist, glaube ich, dass ich mir nochmal... Boah, nee, das überlege ich mir aber nochmal. So, okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt? 9 Stück. Ich will erstmal gucken, was wollte ich hier noch haben? Zähigkeit. Ach, das gucke ich gleich mal zwischen den Aufnahmen oder sowas. Wenn ich mir sowieso gleich was zu trinken hole, dann kann ich mir das dann, schneide ich mal kurz und dann gucke ich mir das in Ruhe an. Und dann informiere ich euch einfach drüber, was ich genommen habe. Wir gehen jetzt erstmal in die Mannschaftsquartiere. Eigentlich sollte ich hier noch jemanden finden. Ziele. Finde Dr. Julian Howard.
Durchbruchs, das Blackbox, in den Quartieren, Gartentipps, im Arboretum, ja, auf Karte ansehen. Aber wo soll der denn sein? Mal gucken, nicht, dass er hier hinten liegt oder so. Ne. Das ist die Burton, die Olle. Ach, da schau her. Dann gucken wir uns doch hier noch mal ein bisschen um. Vielleicht hängt der hier ab. Die Epochen-Upgrade. So, Sprinkler aktivieren. Keine Ahnung, wofür das war. Notiz. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen. Aber sie hat es erwischt. Kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien. Schreit uns an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn Sie diese Nachricht finden, helfen Sie uns. Töten Sie es. Denn wir werden nicht mehr wir selbst sein. Du lebst ja noch. Keine Ahnung, wo der Typ rumliegen könnte. Hey, was ist denn das für ein lauschiges Plätzchen hier? Guck mal, der war es ja nicht. Die hatten wir ja auch schon. Ne. Na, guck mal. Verteilerkasten. Hier waren wir da auch noch nicht drin, ne? Lagerraum. Da haben wir den Code nicht für. Ärgerlich. Das wäre natürlich jetzt auch mal interessant gewesen. Hat sich hier irgendwas bewegt? Nicht irgendwas bewegt hier. Scanne Ziel, Fehler. Teufelmaterial unzureichend. Keine Aktion. Was heißt hier unzureichend? Ich habe nur hochwertiges Teufelmaterial in mir. Unzureichend. Hör mal zu. Nee, hier ist glaube ich. Oh. Oh, hier liegt ja sogar was rum. Baseballhandschuh, synthetisches Material. Toll. Dann haben die ein kleines Saufgelage gehabt hier mit Bierchen. Unglaublich. Oh, schön. Nochmal. Ein synthetischer Ball. Da laufen wir auch hier nochmal ein bisschen weiter rum. Na, da schau her. Thomas Tucker, Mensch, hast du deinen Kollegen gesehen? Looking Glass Szenenauswahl. Ja, mach mal. Nicht? Kann man hier irgendwas machen? Kann man nicht. Das ist ja ärgerlich. Ah ja. Da schau her. Junge! Viel zu viele Schüsse für so einen blöden Mimik gebraucht hier. Großer Mimik. Den hätte ich mal lieber gescannt, ey. Aber okay, das kam zu plötzlich. Wo geht's denn da oben hin? Das
würde mich ja mal interessieren. Da kommen wir doch aber. Da kommen wir doch aber hin. Cool. Julian Howard. Die gestrige Charge war ein entsetzlicher Fehlschlag. Ganz schlechte Wurzelaufnahme. Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials zu geben, das die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte. Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt. Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße. Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen. Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße, wie geil. Ach, das ist ja mal nett hier. Hat sich das gelohnt? Sehr sogar. Aha, aha. Was denn? Oh, will ich da denn noch? Das sieht wichtig aus. Das Geräusch gefällt mir nicht. Lass dich reparieren, komm. Kann man dich nicht reparieren? Ja, dann halt nicht. Nimm ich mit, nimm ich mit, nimm ich mit. Und wer bist du? Eine Schlüsselkarte. Aber wie ja alles so unter dem Haus rumliegt, ist ja unglaublich. Neues Transcribe. Captain, hab ich. Ich dachte. Ihre Schicht beginnt erst in 2 Stunden, aber Sie müssen sofort kommen. Ist alles in Ordnung? Nein, ist es nicht. Gehen Sie zuerst in mein Quartier, holen Sie die Waffe aus dem Tresor. Ich übermittle den Code. Sofort, Captain. Aha, goldene Waffe, neues Ziel. Cool. So, was müssen wir jetzt hier machen mit dem Dünger? Ich habe nicht aufgepasst. Goldene Waffe, okay. Verschafft ihr Zone, Gartentipps. Stell dir den Düngemix her. Der Fabricator-Plan der Formel befand sich bei seinem Körper. Um eine äußerst wirkungsvolle Frucht hier. Das probieren wir nochmal. Mal gucken, vielleicht kostet uns das ja nicht so viel Materialien. Das wäre ganz geil. Kannst du wohl mal. Danke. So. Den Düngemix. Dr. Howards Düngemix. Ei. Das kostet aber, ne? Jo, das kostet aber ganz schön. Dann würde ich sagen. Und hat schon mal jemand irgendwas Sinnvolles mit Alkohol machen können? Also in dem Spiel meine ich. 0,5, 1,0, 3. Packen wir mal weg. Das, die anderen Flaschen wollte ich jetzt aber nicht wegschmeißen. Dr. Howards Düngemix. Okay. Platziere den Düngermix im Sprinklerbronksteuerungssystem. Im Arboretum. Das ist doch hier gleich vorne. Hier. Sprinklersteuerung. Durchsuchen. Wo ist es denn hin? Da. Ja, haben wir auch gemacht. Und jetzt aktiviere das Sprinklersystem. Sprinklersteuerung. Haben wir auch gemacht. Pflücke deine Frucht, nachdem der Wachstumszyklus abgeschlossen ist. Das heißt, ich muss etwas warten. Alles klar.
wäre jetzt aber nicht schlecht, wenn wir das hier auch nochmal eben aktivieren. Das wäre cool. Stell mal vor, der fäxt hier alles nach. Das wäre ja geil. Das wäre schon fett. So. Wo ging es hier hin? Moment, war hier nicht so ein... Habe ich hier keinen gerufen? So ein Erste-Hilfe-Bot? Ist wahrscheinlich wieder zerlegt worden. Aber den würde ich mir ja ganz gerne noch gönnen hier. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. So, okay, jetzt in die Crew-Quarter. Ich weiß, ich könnte immer noch was skillen, aber das, kann auch wegen mir nochmal kurz warten. Hallo, schön, Sie zu sehen. Bis ich merke, dass ich echt ein Problem kriege oder so. Ach, hier hängst du rum. Crew Quarters. Entriegeln. Spielspeicher. Neuen Spielstand erstellen. So, und an dieser Stelle pause ich mal ganz kurz und hol mir mal was zu trinken. Wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich zurück. Ich habe nochmal eben 3 Skillpunkte in besseres Recycling gesteckt. Und ja, ich kann mich bei dem Rest gerade noch nicht entscheiden. Ich würde, bevor ich kinetische Explosionen skille, lieber diese Feuerexplosion skillen. Dann verbeute ich noch ein Feuerphantom. Das wäre ganz cool, wenn ich das irgendwie... Vielleicht steht es jetzt ja direkt vor mir. Das wäre aber eine gute Sache. Das würde ich ganz gerne skillen. Ja, Mensch. Ja, ich habe den Zettel bei Glui vergessen. Fällt mir gerade auf. Und da war ja noch ein Zettel. Fremdkontrolliert. Du, ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Ja, noch näher. Disruptor-Taser. Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen? Gut, kommen Sie. Die Bitte des Kochs. Das ist ja geil. Warum gehorchst du? Kannst du nicht gegen die Bestienstimme ankämpfen? Nein. Okay, bewusstlos. Funktioniert doch. Ich finde die Waffe gut. Ja, man hat mir geraten, mindestens 3 Skillpunkte da reinzuhauen irgendwie. Sonst würde das nichts bringen. Jawohl. Können wir mal kurz gucken. Hier, Waffen, Upgrade-Kits. Da haben wir ja... Ach, die hätte ich vielleicht mal entsorgen sollen früher, ne? Anzug-Reparatur-Kit, können wir mal eins nehmen. Und dann haben wir hier der Funkköder. Kühlstrahlzellen. Wo war es denn nochmal? Da, Waffen-Upgrade. Können wir doch mal auf die... Wo liegt sie? Da. Betäubungsdauer und Schaden. Ah, wie? Der steht nach 4 Sekunden wieder auf. Ernsthaft? Oh, krass. Das ist ja doof. Okay, dann... Dann sollten wir hier Dumme mal weg, Bestie. Du denkst, du kannst mich mit ihnen töten? Dann sollten wir hier mal weg, wenn er jetzt gleich wieder aufsteht. Ist ja nicht so cool, ne? Hier könnten wir rein, wenn da eine Tasse liegen würde oder sowas. Oder wenn wir eine wären. Wie viele Körper hast du? Hä? Tragen Hebelkraft. Ach so, okay.
Cool. Nee, der steht auch gar nicht mehr auf. Ach, es dauert 4 Sekunden. Ich hab's nicht verstanden. Keine Ahnung. Aber, oh, das ist gut. Hier kriegen wir einen Operator. Operator Dispenser. Laborschrank. Ist auch nochmal was Schönes drin. Cool. Sehr nett. Sehr nett. Medikits. Abgelaufener Plasmabeutel. Lecker. So, da ist auch noch was drin. Den können wir dann ja rufen, wenn es drauf ankommt. Jetzt gerade brauchen wir ihn nicht. Du erwischst mich nicht, was? Das wollen wir ja nochmal sehen. Hier lief da noch jemand zweites rum, oder? Mal gucken, nicht, dass hier Mimics rumlaufen. Hier wird ja irgendetwas sein, was die ganzen Jungs kontrolliert. Irgendwas wird hier in der Richtung rumliegen. Oh, da. Du hast keine Puppen mehr. Vielleicht verhungerst du ja. Computer? Im Mülleimer liegt noch was. Hier haben wir noch Pflanzen, an denen wir uns verlustieren können. So. Was habe ich denn hier für Schritte gehört? Fitnesscenter. Danielle Show. In der 112 wohnt sie. Ach nee, echt? Ja, Moment. Dann nehmen wir doch mal eben kurz. Du schickst immer mehr. Wann wirst du aufhören? Stopp! Kann mit all den Puppenbomben um mich herum nicht denken. Wer spricht denn? Ist das ein Computer? Ist doch nicht wirklich ein Mensch, oder? Alles klar. Fand ich legitim, wenn es so einfach ist. Okay, hier scheint nichts drin zu sein. War eine Schrotflinte. Cool, Hanteln. Ja, mal mega Dinger hier. Na, da ist ein Buch, aber kann man nichts mitmachen. Kopfhörer, hat einer alles gedacht. Die Evakuierung, Bericht an Überlebenden, Tag 3. Tag 3, wir waren so weit, dass wir kein Benzin mehr hatten. Weitere Jets flogen in Richtung Stadt über uns hinweg. Einer kam zurück und drehte mehrere Runden über uns, schoss jedoch nicht. In dieser Nacht saßen wir neben dem leeren Lastwagen in der Wüste und hörten das Donnern der Artillerie. Der Himmel war von Blitzen und Bombenexplosionen erhellt. Am Morgen war unsere Stadt verloren, bedeckt von etwas, das wie schimmernde Hitzewelle aussah. Hoch oben am Himmel flackerten grelle Lichter. Manchmal hielten wir sie für die Auswirkung einer Atombombe. Manche für den Zorn Gottes. Heute weiß ich, dass es nur ein Unfall war. Die Wissenschaftler hatten gedacht, sie wüssten alles. Doch sie wussten nichts. An diesem Tag starben so viele Menschen. So viele, dass ich es kaum begreifen kann. Aber Alisas Verlust schmerzte mich am meisten. Ich weiß, dass sie nur ein Hund war und ich schäme mich für meine Gefühle. Aber sie war nicht für diese Welt verantwortlich, in der wir leben. Sie stand unter meinem Schutz und ich habe versagt. Ja, das stimmt. Sarah Elazar, Passwort. Ja, schade. Dann müssen wir sie wohl noch finden. Aber wir können uns das ja einfacher machen. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht.